Willkommen to the Castle of Nolok. Und leider habe ich das Level nicht machen können, weil durch das OpenGL hat es mir das nicht angezeigt, was im Wasser versteckt war. Und von dem her kann ich das jetzt leider nicht mehr ändern, dass ich das Level auslassen habe. Aber gut, sonst hätte ich verkackt. So wie jetzt hier als Beispiel. Und ich spüre schon, unsere Penny, die ist nicht mehr da. Fuck! Das gibt's doch nicht! Das gibt's nicht. Tod. Null. So schnell kann man verkacken. 30.000. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Also, naja. Ich mache da jetzt nur einmal hier das Finale in diesem Level. Und dann war's das mit der Kampagne von Super Tux 1. Das war auch ganz schlau. Mega schlau war das. Ich werde euch nur ganz kurz dann noch die Geschichte am Schluss erzählen. Nur so ganz kurz, grob, oberflächlich. Und ja. Das war ein Fehler. Dritte Stufe. Aber die Musik muss man wie immer loben in dem Spiel. Ich finde die Musik so grandios. Die muss man einfach loben. Das ist einfach für das Alter klasse. Das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Ein Super Tux. Das war knapp. Dritte Stufe. Problemlos. So, jetzt. Und da werden wir fast da reingeschlittert. Einmal. Zweimal. Dreimal. Gut, die kommen nicht mehr wieder. Das ist gut. Da können wir hoch. So. Da kommt nochmal eine Blume. Wie ich das schon alles weiß. Das ist Wahnsinn. Ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr angerührt und weiß es trotzdem noch. Wie schon in Part 1 gesagt, ich hab's. Keine Ahnung. Wirklich nur. Oder wirklich das letzte Mal vor 8 Jahren gespielt. Ja, sowas in dem Dreh rum. Auf jeden Fall eine lange Zeit. Wenn man das Spiel einmal spielt, dann weiß man da einfach, was da noch war im Groben und Ganzen. So. Eine Blume. Das perfekte Abschiedslevel. Leider haben wir die Punkte vermasselt. So, ja, wir sind hier in seinem Thronraum von Nolok. Und Tux ist nicht weg. Und er hat uns einen Zettel hinterlegt. Und auf diesem Zettel steht, dass ich gut war. Er hat Respekt vor mir, aber er ist weg mit unserer Penny. Jetzt kommen hier noch die ganzen Leute, die das Spiel hier gestaltet haben. Grafik, Level, Design, Story und so weiter und so fort. Das können wir auch ein bisschen beeinflussen mit den Feldtasten. Und jetzt habe ich das, was ich eigentlich zeigen wollte, überspielt. Und zwar bedanken sich die Macher, dass wir das Spiel gespielt haben.
Wir bedanken uns an dieser Stelle auch zurück. Und es gibt Super Tux 2, das wir natürlich auch spielen werden. Aber wir werden hier erst noch die Bonus-Levels machen und vielleicht noch einen Level-Editor. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zu dem nächsten Super Tux Bonus-Levels. Das wird ein bisschen länger, das gibt ein bisschen mehr Parts. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zu den Bonus-Missionen.